Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari. Yo. Yo, 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 liebe Leute, Ali Safari hier am Start auf dem Kultursafari-Sofa. Sitze ich heute nicht alleine, sondern zusammen mit meinem dritten Gast, Björn Gauss. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Yo, wir kennen uns von dem wundervollen Projekt, das der Björn Gauss auf die Beine gestellt hat. Und da hat er ein Lied geschrieben und ganz viele Sänger und Sängerinnen aus Bielefeld eingeladen, da mitzumachen. Und der Titel des Liedes war Die Welt bleibt stehen. Ja, wunderbar. Ah Mann, ich mag deine Stimme. Ja, deine auch. Wunderbar. Ja Mann, sag mal Björn, warum bist du eigentlich in Bielefeld gelandet und nicht irgendwo, wo, sage ich mal, die Post abgeht mit der Musik? Naja, in Bielefeld geht ja die Post auch unfassbar ab. Nein, ich war eine Zeit lang mal im Ruhrgebiet, dann auch in Hamburg, bin dann aber wieder zurück nach Bielefeld. Ich mag das hier. Das ist so ein bisschen Hassliebe, weil man natürlich auch immer was zu meckern hat mit, boah, es müsste mehr Kulturangebote geben und mehr Gigs und mehr Spielstätten. Aber das ist, hätte ich jetzt im fortgeschrittenen Alter, kann ich sagen, das ist Heimat und ich mag das hier. Ja. Bielefeld schon ganz geil. Das heißt, du hast aber auch die anderen Städte schon ein bisschen gerockt, sozusagen. Ja, ein bisschen gerockt, ja. Bin hast ich rumgekommen. Hast du einen Namen auch außerhalb von Bielefeld machen können? Ja, ich komme ganz gut rum. Ich bin vor allen Dingen so im hessischen Bereich, Grüße nach Gießen und Frankfurt unterwegs. Aber Hometown ist halt einfach Bielefeld so. Ja. Ja, cool. Also das heißt, du kommst aus Bielefeld, bist hier geboren. Born and raised. Und hast so deinen musikalischen Background hier dann auch praktisch durch die Familie mitbekommen? Familie ein bisschen und ganz stark geprägt von meiner Musiklehrerin am Gymnasium Hepen, Frau Schäffler. Guten Tag. Toll, die gibt's. Die hat nämlich irgendwie ganz früh ermöglicht, dass wir eine Band gegründet haben im Musikunterricht und haben dann irgendwie nach der Schule im Proberaum in der Schule haben dürfen, haben Instrumente gestellt und da ging das eigentlich mit dem Rocken los. So. Also da war, die hat das total gefördert. Das war echt mega wichtig. In welcher Altersgruppe oder in welcher Klasse? Ey, wirklich so mit 12, 13. Direkt irgendwie 5., 6. Klasse, so ging der Spaß los. Wow, das ist ja cool. Ja. Das habe ich ja schon mal von der Jenny von White Coffee auch gehört. Da war auch eine Lehrerin, die ihr erstmal so ein bisschen Gesangsunterricht gegeben hat. Und irgendwie ist das ja anscheinend dann doch nicht ganz so hoffnungslos im Bildungssystem. Ja, wenn es Leute gibt, die das irgendwie sehen und fördern, mega wichtig. Ja, schön. Und du spielst dann auch selber mehrere Instrumente, wie ich das mitbekommen habe. Ja, das stimmt. Ich habe dich schon mal am Piano gesehen. Genau, Piano ist so Hauptinstrument. Das klingt immer so ein bisschen, ich will da nicht rumprotzen, aber es ist so ein Multi-Instrumentalist. Also ich spiele irgendwie Gitarre und Bass und Schlagzeug und ein bisschen Trompete, so Zeug. Ja. Und hast du da schnell einen Zugang zu gefunden oder bist du einer, der sich... Nee, total. Also okay. Das ging immer... ganz natürlich. Total natürlich. Und ich bin da auf keinem Instrument irgendwie Virtuose oder so. Ja. Aber ich glaube, ich schnall das immer, was wichtig ist und was dann richtig klingt. So. Also ich habe da einen ganz guten Zugang, glaube ich, zu den Instrumenten. Aber ich kann mir jetzt, muss ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du dich zu Hause eingeschlossen hast und keine Freunde hattest und dann ein Instrument nach dem anderen in Arbeit. Bis heute keine Freunde. Nee, aber es war tatsächlich so, dass ich irgendwie von meiner Schwester eine Akustikgitarre bekommen habe. Dann habe ich mir von meinem Dad, er hatte so ein Mikrofon, das habe ich dann in die Gitarre reingelegt und habe auf Aufnahme gedrückt am Kassettenrekorder und habe das gezerrt. Und dann hatte ich so eine natürliche Distortion irgendwie und dachte, Alter, Rock'n'Roll. So. Ja. Und dann war es um mich geschehen. Das war die Initialzündung. Das war Initialzündung. Ach krass. Cool. Und dann habe ich mich tatsächlich viel eingeschlossen. Ich habe da schon viel Zeit verbracht. Ja. So, ja. Da erinnere ich mich gerade an Zeiten, wo ich die Platten von meinem Bruder gequält habe. So Neue Deutsche Welle. Ja. Und dann auch versucht habe, auf Kassettenrekorder quer durch den Raum irgendeinen Mix aufzunehmen. Ja. Und noch dabei mitzusingen natürlich. So, das natürlich. Ganz wichtig. Ja. Ich muss übrigens noch einen erwähnen, das fällt mir gerade ein. Tom Jauer, auch ein Lehrer vom Heber Gymnasium, der auch selber in einer Band spielt in Bielefeld. Ich weiß gar nicht, ob er das noch macht. Der hat das auch extrem gefördert. Also da waren sogar nicht ein Lehrer, sondern zwei Lehrer. Ah, okay. Das ist echt,
Und das heißt Musikunterricht jetzt außerhalb der Schule mit Notenlernen, sowas gab es? Hatte ich, gab es auch bei Klavier und Akkordeon. Okay. Genau, da gab es irgendwie an der Musikschule hier in Bielefeld. Ich hatte schon Unterricht, aber Gitarre zum Beispiel dann und die anderen Sachen dann so autodidaktisch. Ja. Und da kam dann bei dir dann gleich auch so das Gefühl für Komposition und... Sofort. Also da war sofort, ich will eigene Stücke schreiben und Band machen. Habe dann auch sofort mit 13, glaube ich, dann Band gegründet und dann auch direkt geschrieben. So. Das war irgendwie immer schon da. Wow, das ist ja schön. Und Textideen und Gesang kommen ja auch von dir, glaube ich. Ja. Auch jetzt in dem Gauss-Projekt. Ja, genau. Sozusagen. Ja. Ja, schön. Das heißt, du hast dann schon 30 Jahre Musikerfahrung sozusagen. 40, 50, 60, ja. 100. Ja, ungefähr 100 Jahre. Ja, zusammen kommen wir vielleicht. Genau, wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, also bei dem Welt bleibt stehen Song hast du auf jeden Fall ja direkt auch mein Herz getroffen. Deswegen habe ich da auch ohne zu fragen oder natürlich ja gesagt, meine ich. Und ich finde, deine Texte haben insgesamt sowas sehr Gesellschaftsbeleuchtendes und aber eben auch so sehr sehr ergreifend. Hast du da selber manchmal Angst davor, die anzumachen, weil du sonst zu traurig wirst? Ich habe das manchmal tatsächlich live, dass mich, also ich, man spielt ja schon jetzt nicht nur einmal die Stücke, sondern sehr häufig, aber es gibt immer wieder Momente, wo die mich dann auch selber tatsächlich packen. Ja. Und das, aber dafür ist es ja auch da. Also deswegen schreibe ich die ja auch, weil die halt von hier kommen und im Idealfall da irgendwie ankommen. Ja. So, das ist halt das Magische bei Musik, finde ich, dass man in seinem Kämmerchen oder im Studio sitzt und eigentlich eine Emotion vertont oder vertextet. Und wenn die dann auf der anderen Seite jemanden erreicht, ist ja genau darum geht es ja. So. Ja. Ja. Und diese Botschaft der Liebe und des Zusammenhalts und ich glaube, das teilen wir auch irgendwie so ein bisschen. Das hast du auch aus deinem Elternhaus heraus, aus einem christlichen Hintergrund? Es gibt tatsächlich einen christlichen Hintergrund, den ich in der Prägung, wie ich geprägt wurde, mittlerweile eher kritisch sehe. Aber das, was die Essenz davon ist, also wenn es um Nächstenliebe und im Nächsten irgendwie was Göttliches sehen und so ein Verständnis davon, dass wir eh alle eins sind, das kommt schon daher. Ja. Damit kann ich auch nach wie vor was anfangen. Was strukturell da abgeht, bin ich halt ein bisschen rausgewachsen. Ja. So. Ja. Aber die Botschaft davon hat da schon ihre Wurzeln. Ja. Gauss ist dein richtiger Name auch, dein Taufname, Nachname. Genau. Ja. Und die Band heißt auch. Auch so. Gauss, genau. Und im Moment ist es tatsächlich gar keine Band, weil das ja mindestens zwei sind. Okay. Ich mache es zurzeit gerade wirklich als Solo-Projekt. Gerne mal mit Unterstützung von anderen, am liebsten von meiner Freundin Kerstin Schalles, mit der mache ich auch häufig so Doppelkonzerte. Aber es gibt im Moment, das hat so mit Corona zu tun, diesem ganzen Zeit, die da waren, keine volle Band. Ich hoffe, dass das mal wieder kommt. Aber im Moment ist das der Herr Gauss am Klavier oder an der Gitarre. Ja. Und dann zu Hause mit Home Record? Genau. Im kleinen Studio zu Hause und da schreibe ich halt viel und nehme die Sachen auch auf. Die Welt bleibt stehen haben wir damals beim Henning Strand im wundervollen World Matter Studio aufgenommen. Jo. Grüße. genau. Da habe ich dann noch weitere Stücke aufgenommen. Ich mache im Moment aber viel bei mir im Studio. Ja. Und dann von A bis Z sozusagen. Genau. Gerne mal irgendwie Gastmusiker dabei oder so, aber ich mache schon viel im Moment. Da steht auch jedes Instrument zu, bereit sozusagen. Ja, genau. Okay, schön. Jo, das ist natürlich dann, kenne ich ja auch, manchmal ein bisschen einsam. Mhm. Ne? Und man hat auch nicht so diesen Input von den anderen Leuten, die man dann so auch um sich rum hat. Aber andererseits hat man auch abgekürzte Arbeitswege. Ne? Man hat, wenn man sich die ermöglicht, die abgekürzten, man kann sich aber halt auch total drin verlieren. Das ist eher so mein Ding, dass man dann so, hier noch und da noch, anstatt die Dinger einfach auszuhauen. Ja, so klar, wenn man auch noch mit der Musikproduktion zu tun hat. Ich bin ja reiner Vokalist, was das angeht. Ja. Und mein Part ist dann
relativ schnell erledigt. Ja. So, ja. Jo. Und nochmal, um auf das Welt, die Welt bleibt stehen, Projekt, nenne ich das jetzt mal, zurückzukommen. Woher kanntest du all diese Menschen, die daran teilgenommen haben, die Sänger und Sängerinnen? Der Kontakt zu dir kam ja tatsächlich über Helge. Ja. Helge hat dich da quasi vorgeschlagen und wie geil dein Part ist. Also das höre ich so gerne mit der tiefen Stimme, so das ist richtig geil. Wir haben einfach rumgefragt, so. Der kennt den, haben wir überlegt, welche Stimmen könnten passen. Und ich finde, in der Kombi ist das super geworden. Ja, ich nach wie vor sehr zufrieden. Also es ist ein mega schönes Lied. Ich habe mal nachgeguckt, es sind über 10.000 Klicks mittlerweile. Ja, wir haben auf Spotify, glaube ich, jetzt gerade irgendwie 36.000 oder so. Oh, 36.000? Und ist jetzt Videoklicks irgendwie 13.000 oder ja. so. Also das ist schon okay. Daran habe ich mich jetzt orientiert. Und da wollte ich jetzt eigentlich wieder mal ein bisschen meckern und sagen, liebe Leute, wir sind doch hier so eine schöne Stadt und in Bielefeld könnten auch wir als Künstler noch ein paar mehr Daumen und Klicks von euch gebrauchen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, du warst ja jetzt auch schon mal auswärts. Mhm. Ist Bielefeld aus deiner Sicht konkurrenzfähig als Rocktown, als Musikstadt? Mhm. Was fehlt uns hier, um wirklich so den Rest der Nationen auch von uns zu überzeugen. Also es gibt ja immer wieder Leute, die auch mal rauswachsen, jetzt irgendwie aktuell gerade Montez irgendwie mit dem Hip-Hop und Pop-Zeug, wo ich, glaube ich, eines der ersten Musikvideos mitarbeiten durfte. Ah, okay. Der gerade voll abgeht, also das geht ja schon. Ja gut, wir haben noch Casper. Ja, und natürlich Casper, klar, genau. Was ich mir total wünschen würde, ist noch mehr Live-Kultur auch zu haben. Also dass mehr Spielstätten, mehr Möglichkeiten irgendwie sich auszuprobieren und so eine, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Bielefeld-Ding ist, aber wahrscheinlich auch viel größer als Bielefeld, dass man zu den großen und etablierten auf jeden Fall hingeht irgendwie und auch jede Menge Kohle zahlt für Tickets, so ist dann alles egal. Aber bei den kleinen und Newcomern, ja, wir sind jetzt keine Newcomer mehr, weil wir ein bisschen fortgeschritten sind, aber da wünscht man sich manchmal schon ein bisschen mehr Support. So. Ja. Und dann hätten vielleicht auch viel mehr Wirte oder Veranstaltungsorte auch den Mut, das anzugehen und anzubieten. Ne? Ja. Und wenn man überlegt, mein Gott, jetzt mal 300 € für Sarah Connor nicht ausgeben und dafür 30 Konzerte. Ja, klar, für einen Zehner. Ja. Und jeder freut sich darüber, dass ihr da wart. So, überlegt doch mal, was ist da für ein Schöner? Ne? Wovon hat man dann mehr gehabt? Das stimmt. Ja. Also mehr Konzerte für mehr Live-Musik. Genau. Und aktuell gibt es bei dir auch was ganz Frisches. Ich habe ein ganz frisches Lied mal wieder herausgebracht. Das ist ja immer so beim Gauss ein bisschen das mit dem Aufschieben, dass ich Sachen nicht fertig kriege und nicht fertig finde. Aber im März ist meine neue Single Wann erschienen, die tatsächlich auch wieder ganz tief vom Herzen kommt. Grob gesagt geht es um mentale Gesundheit. Hauptthema ist der Depression, weil ich da auch irgendwie ein Lied von singen kann. Und das habe ich da auch das merke ich mal zum ersten Mal. Das tue ich da auch. Ja. Nämlich das Gefühl von so einer, wie man sich halt in einer depressiven Phase fühlt. Ne? Also einfach gelähmt und so. Und der Wunsch, dass es weitergeht. Hört da gerne mal rein irgendwann. Ja. Das ist schön. Ich habe es schon gehört. Ja. Und bin auch wieder sehr tief getroffen oder betroffen oder berührt, sagt man wohl. Sehr schön. Ja. Ja, möchtest du sonst noch irgendwie was loswerden? Hast du was auf dem Herzen für unsere Zuschauer heute? Im Moment ist es mit Live-Sachen bei mir gar nicht so doll. Da muss ich mich jetzt ans Booking machen, weil wir sind ja alle so, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass wir alles komplett alleine machen. Ne? Ja. Von Musikvideodreh über Fotos. Und solche Sachen sind halt super, wenn man sich vernetzt. Das finde ich halt wichtig, dass wir uns untereinander vernetzen irgendwie und supporten. Und da begleiten auf dem Weg. Das ist ein gutes Schlusswort. Bielefelder Musiker, vernetzt euch,
lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns diese Kulturlandschaft hier weiter aufblühen. Ich bin dabei, ja, sag ich mir es auch. Ich freue mich, dass du hier warst und bin sehr gespannt auf weitere Projekte von dir. Ich auch. Dann sagen wir mal tschüss. Ciao. Wackelter Bart, brauch eine Pumpe, ich kenn dieses Zelt, gib mir eine Stunde. Ich bin Experte auf jeder Linie, für mich sind Heringe Teil der Familie. Ich backe mein Brot, ich dünste Gemüse, bei mir kommt nur Frisches aus der Kombüse. Es gibt eine Regel, nach der ich lebe, hast du einen Hammer, brauchst du eine Säge. Ein Hammerschlag, der Hering sitzt, dreimal gedreht, Bleistift gespitzt. Briefmarke hier, Nudeln, sieb da, ihr Kinderlein kommen, ich mach alles klar. Soundsystem, Antike bestückt, Flagge gehisst, Partytime ist, wenn ich ankomme, leg ich los. Denn jetzt dein Ticket los. Hallo Festival.